Herr Dr. Janssen, wenn es nun einen Verdachtsfall in der Grafschaft gibt, dann werden die Patienten zu Ihnen kommen. Was passiert dann hier vor Ort mit Ihnen in der Euregioklinik? Ja, normalerweise laufen die Patienten ja über die zentrale Notaufnahme auf. Dort wird erstmal eine allgemeine Anamnese gemacht, um zu gucken, welche Symptome eventuell auf eine Coronavirus-Infektion hinweisen, wobei es da überhaupt keine spezifischen Symptome gibt. Die sind grippeähnlich. Und die Anamnese, also die Krankengeschichte, ist wichtig, um dann eben herauszufinden, ob in irgendeiner Form ein Kontakt mit erkrankten Personen stattgefunden hat, die insbesondere aus dem asiatischen, sprich chinesischen Raum gekommen sind, um dann entsprechende Isolationsmaßnahmen einzuleiten. Isolation, das klingt immer sehr hart. Wie sieht das konkret aus? Können Sie das mal bildlich erklären, wie sowas abläuft? Das bedeutet, dass die Patienten in der Regel entweder einzeln oder mit gleicherkrankten Patienten auf einem Zimmer liegen, idealerweise mit einem Vorzimmer, wo die Möglichkeit gegeben wird, die Schutzmaterialien, die man an- und ablegen muss, sozusagen dort anzulegen bzw. abzulegen. Was hier vor Ort passiert, haben wir schon geübt, damals mit dem SARS- und MERS-Epidemie. Und eigentlich ist das nichts anderes, als was wir jährlich üben mit unserer Influenza-Epidemie. Also Leute treffen an, die erste Frage, die wir uns stellen bei respiratorischen Erkrankungen, kommen sie aus China jetzt und leider auch kommen sie aus Bayern. Und wenn die Leute dann ja sagen, dann werden die auch, wenn sie einen Verdacht haben auf Influenza zum Beispiel, direkt in Isolationszimmer gelegt und werden normale Diagnostik laufen. Ja. Was zeichnet denn jetzt diese Brisanz an dem Coronavirus überhaupt aus? Tja, ich denke, die Brisanz ist politisch. Medizinisch inhaltlich ist bis jetzt so, dass das Coronavirus nur Tote verursacht hat bei Leuten, die schon schwer krank waren. Wir nennen das polymobile Leute. 106 sind jetzt gestorben in China und das sind die neuesten Berichten. Ich habe, was das angeht, viel mehr Angst für unseren jährlichen Influenza als für Corona. Mit Influenza sterben in Deutschland jährlich 20.000 Leute. Es ist die Verunsicherung teilweise in der Bevölkerung recht hoch. Sie haben aber als Klinik natürlich auch kein Interesse daran, jetzt ganz viele Patienten hier zu haben, die gar keine sind. Wie sollte man sich denn verhalten, wenn es ein bisschen schlecht geht und man den Verdacht hat, es könnte in diese Richtung laufen? Na, das ist wie bei der Grippe. Also insbesondere jetzt, was das Coronavirus angeht, sollte man natürlich, wenn man Kontakt mit Reisenden oder Personen, die eben aus Asien eingereist sind und man dann Fieber über 38 Grad entwickelt, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, solche Maßnahmen, schlechtes Allgemeinbefinden, das sind ja die allgemeinen Zeichen auch für eine Grippeinfektion. Aber dann sollte man sich zum Krankenhaus begeben, um eventuelle isolatorische Maßnahmen vorzunehmen. Dankeschön.